Zack. Und weiter geht's. Aber wie krass abhängig man von der Technik ist, gerade wenn man was aufnimmt. Alter, wie das teilweise zum Kotzen ist, wenn man zum Beispiel Internet-Leck hat oder... Ne, oder... Oh, was war denn das? Ei! Ich hab geschossen. Alter. Fett. So, du meintest vom Internet abhängig? Ja, genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du bist ein großer YouTuber und willst da irgendwie streamen und dann, was weiß ich, geht dein Internet nicht mehr oder du hast irgendwelche Lags oder dein Modem geht kaputt am Sonntag oder da bist du voll gearscht. Gerade wenn du davon lebst, muss das richtig heavy sein. Das stimmt. So, jetzt wird hier mal einer gemessert. Aber ich habe mir wieder ein Video angeguckt von Gronkh. Ich will ja dieses Draugen spielen. Das hat er auch gerade auch hochgeladen. Ich muss sagen, der Typ ist so witzig. Also das war richtig geil, was er da hochgeladen hat. Da bist du ja in Norwegen. Und er liest die ganze Zeit diese Namen davor irgendwie. Ja, der Laden hier von Smørrebrød, Rørrebrød und dann irgendwelche Getränkesorten und so. Ja. Das ist so, der hat's echt drauf. Ja, das stimmt. Ist das schon älter, das Spiel? Nee, das ist 2019 rausgekommen. Also jetzt. Kann mich gar nicht erinnern, was das für ein Spiel ist. Das ist in Norwegen und du suchst deine vermisste Schwester. Also deine Schwester ist irgendwie weg, so eine Art Adventure, kannst du sagen. Ah, okay. Das habe ich wohl irgendwie verpasst. Ja. Muss dir mal Link von ihm schicken bei WhatsApp oder guck's mal auf seinem Kanal. Also ja. wie Augen, nur DR, ne? Also Draugen. Ja. Ich finde, was bei ihm halt super ist, ist, dass der einfach super viel Freude dran hat an den ganzen Sachen. Absolut, ja. Und das kann man ihm dann kann man sehen oder hören. Und eine mega geile, angenehme Stimme irgendwie. Also ja, das auch, ja. Ja. Aber ich, warum ich mich immer so freue, wenn ich überlege, ich habe zu C64-Zeiten schon gezockt wie ein Großer und dass die Gaming-Szene sich mal so geil entwickelt, dass Leute so einen Spaß haben, irgendwie das mit anderen zu teilen und so. Das finde ich schon geil. Das stimmt. So, ich brauche auf jeden Fall Munition. Gibt's bestimmt irgendwo. Dann komme ich schon mal mit. Ja. So, hier gibt's Werkzeuge und keine Munition. Okay. Aber da gegenüber gibt's Munition. Oh, das ist schön. Oh, und ich wurde angeschossen. Oh. Weißt du von wo? Ja, von Süden. Ah, ich sehe ihn. Oh. Hast du ihn? Nee. Ah, scheiße. Alter, wie vertragen die denn? Ich weiß auch nicht. Hast du erledigt? Super. Ja. Geil. Aber, Alter, wie viel vertragen die denn? Richtig. Blutest. Okay, ich gebe mir mal eine Spritze. Ja, ich habe auch gestaunt. Ich habe ja auch ein paar Mal getroffen, aber... Okay, auch ein paar Mal daneben geschossen, aber... Und ich zwei Schuss habe ich jetzt hier noch. Ich habe den direkt von oben mit dieser Einschussknarre
getroffen und der ist einfach, also ja. Das hat den gar nicht interessiert. Und dann noch zweimal mit der Pistole. Ja, geil. So, $100 gab's. Vielleicht kannst du ja auch nochmal plündern. Ja, ich hatte überlegt, nicht, dass da doch noch, noch einer dabei ist. Mhm. Habe ich mich erstmal oben. Genau, dann gebe ich dir hier Feuerschutz. Sobald ich. Also, ich habe $50 noch gekriegt. Wo sind denn seine Waffen eigentlich? Ach, da, der hat nur Schrott gehabt. Ja, nix Dolles, ne? Mhm. Wo wollen wir lang? Hier ist doch irgendwo schon eins, oder? Es ist ja draußen, ne? Ja. Aber auch super gut wieder. Da hat man auch wieder gemerkt, wie geil das ist, zu zweit zu spielen. Weil, hättest du nicht gesagt, mich hätte was getroffen, hättest mich wahrscheinlich erwischt. Und ich hätte gar nicht gerafft, von wo, was, wie, wo. Ja. Hat auch nur dich gesehen und sich auf dich fokussiert. Okay. Das stimmt. Hier ist noch Munition. Und Energie. Oh, meine ist voll. Ja, meine auch. Jetzt brauche ich wieder Munition. Also, ich habe nur diese drei geladenen Schuss im Gewehr. Echt? Ja. Das ist nicht viel. Nö. Und das war doch so ein teurer Charakter, oder? Ja. So, Hinweis aufgedeckt. Das ist Munition für dich, oder? Ja, da habe ich. Genau, da konnte ich ihm nichts aufheben. Ach so. Hier ist noch. Ah, ein Schuss. Oh. Zack. Oh, wieder aufgestanden. Ja. Lecken und sich wieder hingelegt. Alter. Hier ist noch mehr Munition für dich. Ah. Super. Warte mal, vielleicht ist hier auch noch mal was drin. Das kann sein. Ja, aber das ist nur die Dampf... Ich habe nur die Dampfmaschine angemacht. Oh, wir haben ja die Spinne schon quasi aufgedeckt. Oh. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wollen wir da hin? Ja, können wir machen. Aber jetzt kommen wieder bestimmt diese scheiß Teufel hier. Hm. Die geben mir auch ganz schön einen Pinsel. Die machen auch ganz gut Schaden, finde ich. Hm. Ich hasse auch immer die ganzen Viecher, die einen dann irgendwie zum Bluten bringen. Ja. Und wenn es dann nicht raffst, ey, dann war's das. Oh. Das hört sich schon sehr nah an. Auch nix. Ah, hier ist Munition. Sehr gut. Plus zwei Schuss und jetzt habe ich nur vier. Das gibt's doch nicht. So, jetzt habe ich noch. So, Gesundheit ist voll. Au. Oh, das war aber. Das. Sogar sein, dass die Spinne bekämpfen, oder? Hm. Das Gefühl habe ich auch.
Weil die so oft ballern jetzt, ne? Mhm. Ach, hier ist das. Hier hat man einen guten Kampf gehabt. Mhm. Jo. Bin ich hier richtig? Ja, ne? Bin mir nicht sicher. Ja, die sind auf jeden Fall sind Gegner dabei, das. Ich sehe ihn. Vor mir. So, komm her. Nee. Da ist noch einer links von dir. Vorsicht. Oh, scheiße. Ja, scheiße. Direkt aus der Tür geschossen. Habe ich zu spät gesehen, weil ich mich auf beide konzentriert habe. Haben sie dich erwischt? Ja. Oh, die Säcke. Ah, siehst du? Ja, genau, da läuft er. Sehr gut. Alter, du hast ihn umgenietet, geil. Ja, aber da müsste ja noch einer sein. Ja, da läuft er. Oh. Ein Stück weiter, der muss jetzt links um die gleich kommen. Nee, weiter rechts jetzt. Also hinter dem Feuer ist der lang gelaufen. Okay. Die waren auf jeden Fall zu zweit. Oh, Alter. Ach, wo ist er denn hin? Ach, da. Oh, der nervt. Oh. Übel, er. Oh, er kommt. Jetzt. Alter, übel, ey. Das ist keine Chance, ne? Ja. Überleg mal, ey, manchmal siehst du Gegner und denkst so, ey, wenn der weiter weg ist, baller ich den nieder. Und die kommen sogar auf uns zu und gewinnen die Match. Ja.